In der smoggeplagten Metropole London gilt ab sofort eine neue Umweltmaut, die sogenannte T-Charge. Das T steht für Toxicity, also Vergiftung. Halter älterer Autos, die der Abgasnorm Euro 4 nicht entsprechen, müssen eine Gebührenhöhe von 11 Euro pro Tag entrichten. Damit will Bürgermeister Sadiq Khan die chronische Luftverschmutzung in seiner Stadt bekämpfen. Jedes Jahr sterben mehr als 9000 Londoner vorzeitig infolge der schlechten Luftqualität. Es gibt Kinder in London mit unterentwickelten Lungen. Bei Erwachsenen hat die Luftverschmutzung eine Reihe von Auswirkungen, von Asthma über Demenz bis zum Schlaganfall. Die neue T-Charge ist zusätzlich zur 2003 eingeführten City-Maut in Höhe von 13 Euro zu entrichten. Bürgermeister Khan setzt auf Abschreckung. Künftig soll die Mautzone ausgeweitet und bis 2019 eine noch strengere Niedrigemissionszone eingeführt werden.